Nach dem Betrug im letzten Part stellen wir uns heute den Panzercup. Und zwar mit, wir wissen es noch nicht, ich weiß es echt noch nicht. Cooper wäre ein Favorit, Knochentrocken auch. Ich kann mir beiden gut fahren. Knochentrocken ist mein Favorite früher gewesen. Und da gucken wir jetzt einfach mal, dass wir ein krasses Auto raushauen. Also Schwämme müssen wir auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ein bisschen mehr auf Tempo gehen. Oh Gott, haben die Dinger Tempo irgendwo? Okay, nicht mal riesig. Ah, Slick, Slick. Slick, Slick. Ja, warte. Ja, dann machen wir das so. Oh mein Gott, sieht das Auto gut aus. Ich hätte nicht gedacht, das ist so gut harmoniert. Ja, aber den können wir jetzt streiten. Da können wir auch den hier nehmen. Nehmen wir den. Und starten den Panzercup. Wir sind jetzt schon in den Retro-Cups. Hier gibt es also alte Strecken, die ziemlich bekannt sind. Die Favorites. Viele aus der Wii- und DS-Generation. Wie zum Beispiel die Kumu-Weide. Das ist echt eine gute Strecke. Ich finde sogar eine der besten Wii-Strecken. Die Kumu-Weide, oh mein Gott. Auf dem DS gab es auch eine Kumu-Weide, aber die war nicht annähernd so gut. Und es ist mittlerweile ein eigenes Franchise im Mario-Unternehmen. Also in Mario Odyssey und so gibt es auch schon so Anspielungen. Auf die Kumu-Weide. Wo gibt es noch Anspielungen? Oh, keine Ahnung. Bei ganz vielen Sachen. Warum habe ich jetzt das Ding losgelassen? Ich habe noch gar nicht losgedrückt. Oh mein Gott. Knochentrocken, mein Lieblingsfahrer. Seit dem DS-Teil eigentlich. Wird Zeit, dass er jetzt auch mal drankommt. Ich fand Knochentrocken, ja keine Ahnung, ich wusste nicht, dass man beim DS Charaktere freischalten kann und Knochentrocken war so der erste, den ich freigeschaltet habe. Und das wusste ich, ich habe nicht mal drauf geachtet, keine Ahnung, wie ich das machen konnte. Ich habe mir halt irgendwann so gedacht, hey, was ist das für ein Typ, der da mitfährt? Und es war Knochentrocken. Das war eine coole Story. Mittlerweile kann man eigentlich davon ausgehen. Also ich wusste noch nicht mal, dass man Charaktere freischalten kann. Mittlerweile kann man eigentlich davon ausgehen, dass es in jedem coolen Spiel Charaktere zu freischalten gibt. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht bei Mario Odyssey, dass man da nicht als Luigi spielen kann oder Wario, wie bei Mario 64 auf dem DS. Hier schön Slalom fahren. Macht es bitte nicht zu Hause nach, an Kühen so vorbeifahren wie gerade eben. Weil meistens endet das dann in Hackfleisch und Steak. Das finde ich auch immer so krass, wenn man in der Zeitung liest, ja, das und das Pferd wurde mit einem Auto erwischt. Und dann denke ich mir so, Alter, erstens der Fahrer ist komplett am Arsch, wenn nicht sogar tot. Und das Pferd, what the fuck? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen muss. Jetzt haben wir hier noch Marios Piste GCN aus dem GameCube. Ich frage mich, für was das N steht. Network? GameCube Network? Kann das so sein? Boah, ich habe keine Ahnung. So. Die Strecken damals waren noch so simpel, da konnte man noch so richtig krass driften, aber es waren halt so 2D-Strecken, glaub. Also beim GameCube jetzt schon nicht mehr. Die neuen finde ich teilweise ein bisschen zu eng. Aber die sind noch so basic, ich meine, guckt es euch an. Oder ist die vom SNES oder NES? Das könnte auch sein. Sollen wir mal ein altes Mario Kart spielen? Ich habe eine SNES Mini da. Also Gelegenheit wäre da. Ich habe jetzt bald alle Konsolen überhaupt. Das ist so schön, das Gefühl. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie einen Ständer, wo ich alle aufstellen kann. Also Ständer habe ich schon. Ab und zu. Temporär.
Lol. Ich weiß nicht, da drüben ist ein Beschleunigungsstreifen, aber ist der echt schneller? Das wäre übelster Betrug, wenn der schneller wäre. Aber ich glaube nicht. Oh mein Gott, der Blitz war richtig gut. So, come on. Ist die Banane gerade verpufft? Können Items despawnen, wenn zu viele gespawnt wurden? Oh mein Gott. Was für eine krasse Entdeckung. Ich glaube, die hat noch keiner gemacht. Aber was ist dann das Maximum? Lol. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, ohne Witz. Aber wahrscheinlich ist es nur bei so einer kleinen Strecke möglich, dass die despawnen. Um die Frames nicht irgendwie zu verschlechtern. So, Daisy überholen wir gerade mal. Cheap Cheap Beach! Oh mein Gott. Das war meine Lieblingsstrecke aus dem DS-Teil. Mit Abstand. Mario Kart 8 ist in so vielen Hinsichten gut. Strecken sind nur ein Part davon. Das Gute bei Mario Kart 8 ist jetzt, du kannst unter Wasser fahren, ohne abgebremst zu werden. Das heißt, du kannst übelst abkürzen. Und endlich mal die perfekte Route fahren. So. Bananen brauchen wir, glaube ich, auf der Strecke nicht. Ich bin zu krass. Die war, glaube ich, gerade im ersten Cup mit Luigi's Mansion. Die es das mittlerweile bei Mario Kart Go gibt. Oder wie heißt es nochmal? Mario Kart. Doch, Mario Kart Go. Ja, ist Mario Kart für den Handyteil. Ich habe gerade keinen Plan. Aber ich finde, es ist übelster Betrug. Sie hätten lieber ein neues Mario Kart rausholen sollen, anstatt so einen Scheiß machen. Ich finde es schade, wenn sich Nintendo in Zukunft mehr auf Handy-Games auslegt. Ah, kacke, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, ich fand die Palmas damals als Fahrer so cool. Ich wollte, dass es die Palmas als Fahrer gibt. Wer wollte es nicht? Ich habe immer so gedacht, ach komm, bitte gib mir den Palmer als Fahrer. Es gab Mods für Mario Kart DS, da konntest du es machen. Über ein Cheat-Modul konntest du es einführen, aber ansonsten keine Chance. Zweite Blue Shell. Ach Gott. Ist im vollen Flow raus. Oh, an der Strecke ist so vieles richtig. Nein. Alles kann nicht sein. Junge, wie viel Fahrfehler hatte ich jetzt? Das waren keine drei, oder? Das waren keine drei. Jetzt gegen Ende habe ich's. What the fuck? Nee, ich sag einfach nichts mehr. Ich bin fast Zweiter. Drei Sterne sind weg. Vor allem in der Strecke, die ich eigentlich blind kenne. Und dann zwei Fahrfehler und dann ist alles vorbei, oder was? What the fuck? Weil ich einmal die Kurve nicht bekommen habe. Was für ein Betrug. So, aber hier sollten wir, glaube ich, schneller durchkommen. Ich finde die Strecke gar nicht mal so gut. Das ist eine modernere Achterpiste. Ich finde, da hätten sie was anderes machen sollen. Ja, moin. Erstmal eine Platzierung verliegen, weil Knochendruck nicht drüber fliegt. Einfach nur wow. Das kann doch nicht sein, dass die mich gerade überholt haben. Und zwar in so einer Menge. What the fuck? Lässt der Mario Kart Gott nach? Wir wissen es nicht. Ja, er lässt nach.
glaube, ich werde alt. Ah, da bin ich gerade einfach zu blöd zum Driften. Daisy, dumme. Erstmal rächen. Was ist denn mit dem los? Was ist denn hier los? Was ist mit Mario los? What the fuck? Der ist gerade fünfmal gegen die Bande gefahren. Oh mein Gott, man könnte aus dem Part schon besser aufschneiden. Erst die Gießbau und eine Banane, dann der Kack. Oh Gott, Auto. Ach, komm schon. Immer werde ich betrogen. Alter, was ist mit dem Verkehr los? Der Verkehr ist normalerweise nie so auf der Strecke. Wirklich nie. Ja, mhm. Ja. Gegen die Bande geriftet. Schon okay. Kann mal passieren. Alter, warum lutsche ich gerade so rein? Und warum ist der Verkehr hier so hoch? Der ist normalerweise nie so... Nee, ich nehme die Plattform gar nicht mehr. So, weg. Raus! Nein! Oh, gut. War nicht auf uns gerichtet. Wir kriegen noch eine Chance, Erster zu werden. Mit Mikroboost. Oh mein Gott. Beste. Das war wieder richtig knapp. Wir haben richtig reingelutscht. Ohne Witz. Die letzten Parts einfach keine 3 Sterne. Ich bin richtig schockiert. Auch im Panzer Cup können wir nicht punkten. Was ich schade finde. 1 Stern, sogar noch schlechter als beim letzten Mal. Ja, moin. RIP. Andere geben sich schon mit A-Platzierung zufrieden. Ich so 1 Stern, das ist schlecht. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis bald.